Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, ein Mensch ist gestorben, ein junger Mensch. Das macht mich betroffen und traurig und mein Mitgefühl ist bei seinen Angehörigen und bei seinen Freundinnen und Freunden. Traurig und betroffen, aber auch wütend macht mich die Instrumentalisierung des Todes dieses jungen Menschen durch rechte, nationalistische und völkische Strömungen. Das hat kein Mensch verdient. Das war und ist Anlass in der Stadt Köthen, auf sehr unterschiedliche Weise Gesicht zu zeigen. Gesicht zu zeigen gegen rechtes Gedankengut und zu zeigen, Nazis sind hier unerwünscht. Ich habe hohes Verständnis dafür, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich trauern und sich unterschiedlich ausdrücken. Die von der Evangelischen Landeskirche und dem Pfarrer der St. Jakobuskirche in Köthen sehr schnell organisierten Friedens- und Gedenkgebete sind dabei genauso wertvoll und zu achten wie der demokratische Protest mit Kundgebung und Demozug. Ich selbst habe mehrfach an den Gebeten in der St. Jakobuskirche teilgenommen und auch an der Malaktion auf dem Köthener Markt. Ich habe aber auch am Protestzug teilgenommen. Alle friedlichen Arten, sich mal still, mal lauter, mal schwarz gekleidet, mal bunt, gegen den Rechtsruck in unserer Gesellschaft zu stellen und zu positionieren, sind mir persönlich und uns Grünen willkommen und werden von uns unterstützt. Grundvoraussetzung: Es muss sich rechtskonform verhalten werden und es muss friedlich sein. Wir Grüne stehen dabei sehr klar an der Seite der Zivilgesellschaft. Wir sehen uns als Teil von ihr. Wir stehen an der Seite von Bürgerinnen und Bürgern, die sich für das demokratische Sachsen-Anhalt einsetzen. Menschen, klar und offen, die sich jeden Tag für ein friedliches Miteinander in Sachsen-Anhalt engagieren. Wenn sich auch manche in ihren rechtsextremen Filterblasen angesichts von bundesweit herangekarrten Neonazis besoffen reden, sie sind die Minderheit. Die übergroße Mehrheit der Menschen in diesem Land sind tolerant und offen. Die übergroße Mehrheit in diesem Land ist nur leider etwas leiser. Es sind Menschen wie die Rentnerin, die auf die Kinder aufpasst, wenn ihre afghanische Mutter zum Deutschunterricht geht. Es ist die Hausfrau, die im Mehrgenerationenhaus einen internationalen Kochkurs organisiert. Es ist der Nachbar, der den syrischen Flüchtling zum Fußballtraining mitnimmt. Es sind die Schüler, die sich mega kreativ für das Label Schule ohne Rassismus einsetzen. Es sind all die Menschen, die Friedenstauben auf dem Köthener Marktplatz malen, um ihn demokratisch zu besetzen. Es ist der Inhaber der Reinigungsfirma, der sich für seine indischen Mitarbeiter einsetzt. Es sind die Männer, die unabhängig von ihrem eigenen Glauben sich eine Kippa aufsetzen, um zu zeigen, wir üben Solidarität. Es sind die Hochschullehrer, die ihre weltoffene Kleinstadt vor Nazi-Konzerten schützen wollen. Das, werte Abgeordnete, das ist die übergroße Mehrheit in Sachsen-Anhalt. Das ist das demokratische Sachsen-Anhalt, für das wir als Bündnis 90 Die Grünen uns einsetzen. Und an der Seite dieser Menschen stehen wir. Wir Deutsche können arg stolz darauf sein, auf das, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg an demokratischen Strukturen aufgebaut haben. Unsere Verfassung, das Grundgesetz, ist zutiefst human. Alle Angriffe gegen die freie humanistische Gesellschaft sind offensiv hervorzuheben, sind offensiv zu verurteilen und alle Menschen, die sich klar gegen solche Angriffe stellen, haben unsere Solidarität. Dass die AfD Teil derjenigen ist, die diese, unsere verfassungsrechtlichen und menschlichen Werte mit Füßen treten, das war schon länger klar, ist aber durch den offenen Schulterschluss in Chemnitz und in Köthen mit gewaltbereiten Hooligans, mit Pegida, mit Vertretern der identitären Bewegung oder der 1%-Bewegung offensichtlich geworden. Da hilft es auch nichts, dass die patriotische Plattform sich auflöst. Nach eigener Aussage geschieht das ja nur, weil die Ziele in der Gesamtpartei bereits durchgesetzt und erfolgreich verankert sind. Sehr geehrte Damen und Herren, alle friedlichen und fantasievollen Mittel und Aktionen sind wertvoll und zu unterstützen. Um unsere weltoffenen Werte nach außen zu tragen,
und deutlich und klare Kante gegen Faschisten und Populisten zu zeigen. Es gilt heute wie 1928, wehret den Anfängen für ein demokratisches Sachsen-Anhalt. Applaus